27. Dezember. Die Rosa Parks Gesamtschulhalle in Herten. Es ist wieder Zeit für den Mitternachtscup. Die 9. Auflage steht an im Jahr 2014. Und natürlich ist auch wieder unsere Spielvereinigung Erkenschwick mit am Start. Die Stimmberger gewannen das Turnier in den Jahren 2006 und 2007 und mussten beim heutigen Turnier auf Stammtorwart Marcel Müller verzichten, so wie wahrscheinlich die gesamte Rückrunde. Müller ist schwerer verletzt, für ihn heute dabei Tim Oberwarenbock. So, dann gucken wir mal auf die ersten fünf Spieler der Spielvereinigung Erkenschwick. Im Tor, wie gerade schon angesprochen, Tim Oberwarenbrock. Außerdem auf der Platte von Beginn an Davide Basile, Kevin Kokot, Janosch Blum und Stefan Oerterer. Das erste Gruppenspiel gegen den TSV Malhöls mit zwei ehemaligen Erkenschwickern Sebastian Westauf und Maurice Kühn. Erstgenannter führt hier gerade auch einen freundschaftlichen Anstoß mit Stefan Oerterer aus. Faire Aktion, sowas macht wirklich immer wieder Spaß. Die Erkenschwicker spielen den Ball etwas unruhig umher, der Ball verlost und Mike Knapp ist zur Stelle, jagt das Ding in den rechten Winkel. 1-0 TSV Malhöls nach wenigen Sekunden. Und die Torhymne Batman hier hätte doch wirklich viel besser zu Erkenschwicks Dennis Battmann gepasst. Nun ja, Tim Oberwarenbrock am Ball. Er hat Zeit. Und dann spielt er den Ball auf Oerterer. Starke Aktion von Stefan Oerterer. Und dann jagt er das Ding an die Latte des Kastens vom TSV Malhöls. Die Maler immer noch verdutzt. Davide Basile führt den Einroller schnell aus. Und Oerterer scheitert am starken Maler Schlussmann. Battmann auf Nachtigall, wieder Battmann zu Kilian, wieder zurück zu Battmann. Der spielt wieder auf Kilian. Schöner Übersteiger, er zieht in die Mitte. Nachtigall behindert den Torwart etwas. Trotzdem klasse Ding. Tim Kilian, neuer Spielstand 1-1. Was hatte Malhöls jetzt in petto? Der Ball auf der rechten Seite. Schnell nach vorne. Und klasse Aktion, super Reaktion von Tim Oberwarenbock. Freistoß für Erkenschwick. Forstmann führt schnell aus auf Janosch Blum. Knapp am rechten Pfosten vorbei. Und ruckzuck ist Tim Oberwarenbock geschlagen. Ein satter Schuss von wiederum Mike Knapp, der Oberwarenbock hier keine Chance lässt. Und zum 2-1 für Malhöls vollstreckt. Dann die Konterchance, aber der Ball auch hier am rechten Pfosten vorbei vom TSV Malhöls. Oberwarenbrock hat wieder Zeit. Dann schießt er einfach mal drauf. Der Ball ist fast drin und Davide Basile im Nachsetzen jagt den Ball leider nur an den Pfosten. Aber es geht schnurstracks weiter. Der Ball über zwei Stationen nach vorne gespielt und was eine Reaktion von Tim Oberwarenbrock. Klasse gemacht, super gehalten. Erkenschwicks Schlussmann gerade fast ein Tor geschossen und jetzt souverän eins verhindert. Das allerdings auch der Endstand. Erkenschwick muss sich Malhöls mit 1-2 geschlagen geben, wie schon im Endspiel letztes Jahr beim Mitternachtscup. Und hier die letzten anderen Ergebnisse in der Gruppe der Herthener Stadtwerke. Wie gerade gesehen, Spielvereinigung Erkenschwick TSV Malhöls 1-2. Dorsten Hart gewinnt gegen die Spielvereinigung Herten mit 3-0. In der Gruppe Revue-Palast Ruhr trennen sich Westfalia Herne und der SC Hassel 1-1. Und die Sportfreunde Stuckenbusch unterliegen Vestia Disteln mit 0-1. In der letzten Gruppe, in der Gruppe Teamsport Philipp, gewinnt der SV Schermbeck gegen den VfB Hüls mit 2-0. Und der DSC Wanne-Eickel gewinnt gegen Westfalia Langenbochum mit 1-0. Das war's vom ersten Gruppenspieltag vom Mitternachtscup in Herten.